So, und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Splatoon. Wir spielen mit der neuen Map, hoffe ich doch, und allerdings nicht direkt. Und ich bin mir sicher, wir statten dem Museum, oder wie auch immer das Ding in Deutsch heißt, noch einen Besuch ab. Aber erstmal gucken wir, dass wir dieses Match hier gewinnen. Ich habe mich allerdings auch komplett neu ausgerüstet, weil, oh Gott, Hilfe! Die waren um einiges langsamer unterwegs, als ich dachte. Ja, wo war ich? Ich bin mir sicher, wir statten dem Museum noch ein... Dammit! Wir statten dem Museum noch einen Besuch ab, aber wie gesagt, ich habe mich winterlich eingerüstet. Und angerüstet. Und ausgerüstet vor allem. Bin nicht gut gerade. Und ich schieb's nicht darauf, dass mein Outfit momentan eben völlig unausgerüstet ist. Ich glaube einfach, ich spiele aktuell wirklich nicht gut. Das Match hier sollten wir allerdings trotzdem gewinnen. Ohne große Probleme. Und hier irgendwo habe ich das Gefühl, ist ein Roller. Hier war ein Roller, offensichtlich. Gegner! Sorry, dass ich hier meinen Kumpel hab erledigen müssen. Also tatsächlich opfern, weil wenn der Roller mir hinterher wäre, statt an ihm hängen zu bleiben, wäre ich wahrscheinlich derjenige gewesen, der es hier, den es hier erwischt hätte. Und ich wusste, da ist einer. Ich habe ein Vibrieren gemerkt und ich wusste, dass hier irgendwo ein Gegner ist, aber ich habe nicht erkannt, wo, weswegen ich jetzt einfach nochmal vorpresche ins Getümmel und versuche, noch ein paar Punkte zu sammeln, bevor es hier eben jetzt in den letzten 10 Sekunden zu Ende geht. Also meine Punktzahl ist nicht sehr hoch, aber das Match haben wir auf jeden Fall gewonnen und die ersten Punkte für mein neues winterliches Outfit. Oh je. Und willkommen zur Pinakothek. Ein Name, von dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, was er eigentlich heißen soll. Ich weiß, dass es sich um eine irgendeine Art Museum handelt. Ich kann euch allerdings echt nicht sagen, was für... Oh Gott, das hier war eine dumme Idee. Da war nämlich kein Boden, da war Wasser. Das habe ich auch gesehen, allerdings erst nachdem ich in der Luft war. Das macht die Map hier nämlich, glaube ich, auch gefährlich. Hier ist nämlich Wasser überall außenrum und wenn man da nicht drauf aufpasst, ist man, glaube ich, relativ schnell geplatzt, sage ich einfach mal. Ich kümmere mich aber wirklich mal hier darum, hier hinten alles Mögliche einzuklecksen, bevor ich nach vorne hingehe. Die Map, die sieht nämlich echt verdammt riesig aus und mit dem Tinferno kann ich da hinten tatsächlich ein bisschen helfen. Auch wenn ich nicht direkt da bin.
Aber ich habe keine Ahnung, für was Pio Koi-Tek, also Koi ist auf jeden Fall der Witz für Koi, also Fisch. Aber ansonsten habe ich keinen Plan. Ich kenne mich mit Kunst aber halt auch generell nicht wirklich aus, von daher... spring! Damn. Aber wir sind die Mitte. Wir haben die Mitte schon eingeräumt. Ich habe halt aktuell wirklich noch keinen Überblick darüber, wie groß die Map hier ist und wo man hier überall hin kann und hin muss. Aber es gibt so viel, was man hier einklecksen kann. Die Map, die ist auf jeden Fall richtig cool und ich freue mich schon auf alles, was da noch kommt. Splatoon ist definitiv eines der besten Spiele, die Nintendo in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. Und ich habe es in meiner Reaction zu den neuen Maps hier auch gesagt. Splatoon ist tatsächlich das sich am besten verkauft. Boah. Der Sniper hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Ich komme drauf im nächsten Match zurück, denn das hier ist jetzt erstmal fertig. Wir werden unseren Sieg feiern und morgen dann. In der nächsten Map gehe ich dann nochmal auf den Erfolg von Splatoon ein. So, also, neue Map, neues Glück. Splatoon verkauft sich in Japan aktuell besser als jedes andere Wii U-Spiel vorher. Und das ist schon erstaunlich. Das Spiel verkauft sich nämlich auch besser als Super Smash Bros. Und vor allem besser als Mario Kart 8. Splatoon verkauft sich tatsächlich besser, wenn man den wöchentlichen Vergleich nimmt, verkauft sich Splatoon tatsächlich von hinten und von vorne besser als Mario Kart 8. Und das Witzige ist, der Vergleich ist sogar der beste Vergleich, den man ziehen kann, weil Splatoon und Mario Kart prinzipiell am selben Tag auf den Markt gekommen ist, nur eben mit einem Jahr Unterschied. Und wenn man die wöchentliche Verkäufe vergleicht, verkauft sich Splatoon tatsächlich aktuell deutlich besser als Mario Kart. Was schon extrem, ich muss hier weg, was schon extrem erstaunlich ist, weil ich meine, es ist Mario Kart. Wie gesagt, aktuell hat Splatoon, glaube ich, einen Vorsprung von 70.000. Der allerdings in Zukunft nur noch größer werden wird. Oh, Mist, ich wollte da schnell noch eine Mine hinlegen und dann abhauen, aber er hat mich leider... Natürlich hat er mich gesehen. Aber ja, wöchentlich verkauft sich Splatoon echt wahnsinnig gut in Japan. Ja, von daher ist es halt auch wirklich... Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner alle hin sind. Aber ich glaube, ich ziehe mich hier mal ein bisschen zurück. Und, hau meine Tinte hier raus. Oh Gott.
Attacke! Keine Rücksicht auf Verluste. Och, da war ein Gegner. Puh, den habe ich gar nicht gesehen. Ups. Na gut, auf jeden Fall haben wir gewonnen. Und das ist auch gut so. Von daher, ja. Kann es doch so im nächsten Match durchaus weitergehen. So, die Pinakothek. Ich erinnert mich immer ein bisschen an Pina Colada. Warum auch immer. Das ist echt eine riesen Stage. Ecco mio. Guckt euch das mal an, wo ich hier... Guck mal, hier kann ich auch noch... Hier war ich im letzten Match gar nicht, aber hier kann ich tatsächlich auch noch außen rum. Das ist der Wahnsinn. Kann ich von hier... Das ist ja interessant. Kann ich ein bisschen hinten rum hier quasi mich anschleichen. Das gefällt mir ja eigentlich ganz gut. Schnell hintenrum war, wobei so ganz schnell ist es dann doch nicht. Gegner. Hilfe. Vielleicht doch mal ein bisschen Tinte erstmal hier verteilen. Und dann dem gegnerischen Roller hinterher den erledigen, nach Möglichkeit. Nein! Ach Gott, ich hab ihn doch gesehen. Wie konnte ich den denn... Ich hab ihn erledigt. So, okay. Ach Gott. Na gut. Es ist halt auch so schick, allein der Hintergrund. Es wird hoffentlich... Ich weiß nicht, ich möchte ein bisschen hier rumlaufen. Einfach nur durch die Welt von Splatoon offen rumlaufen, weil ich glaube, es gibt echt sehr viel zu entdecken hier in der Welt. Und ich hoffe, wenn es dann irgendwann mal ein Splatoon 2 gibt, vielleicht gibt es ja im Singleplayer-Modus irgendwie tatsächlich hier die... die Inkopolis quasi zu entdecken. Ach Gott. Da guckt man einmal kurz aufs Gamepad, weil man schlau sein möchte und mit dem Tinferno das Ganze erledigt, aber naja, gut. Och, gut, dass der Gegner mich nicht gesehen hat. Bam! Das hat wehgetan, aber da war ich ganz froh, dass mir mein guter Teamkollege hier tatsächlich sogar ein bisschen helfen konnte. Der hat nämlich auch gesehen, dass hier ein Gegner hinspringen möchte. Und ich habe das Gefühl, die Runden hier stehen still. Oh Gott. Was geht denn hier ab? Ich weiß gar nicht, wo die Gegner sind. Ich weiß, hier ist irgendwo ein Gegner. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht so den Riesenüberblick, aber ich gewinne und ich mag die Map sehr. So, das Kofferfischlager. Ich finde es eigentlich ziemlich geil gerade, dass wir hier wirklich immer abwechselnd Stages kriegen. So.
So, der ist mir tatsächlich vor... Aber direkt vor die Nase gelaufen. Ah, Mist, der hat mich doch noch erwischt. Ah, hat mich erwischt. Ah, er hat mich erwischt, sozusagen. Ja, nee, alles gut. Ich denke, ich habe das hier halbwegs gut im Griff momentan. Allerdings möchte ich doch hier einfach mal ein bisschen was einklecksen. Gucken, hier ist irgendwas blau. Gibt es irgendwas hier zu verteidigen? Ich denke nicht. Allerdings gibt es hier auch noch Sachen einzutinten, die nicht eingetintet sind. Frechheit. Bam! Bam! Oh, das war ein geiler Move. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat, ohne dass ich dabei erwischt wurde. Aber es hat funktioniert. Von daher, ich habe zu wenig Tinte und die Bombe hat mich aber sowas von genau getroffen. Ah, das hätte ich da mal Tinte gehabt. Ich sehe einen Gegner auf der Karte, der sich hier versucht anzuschleichen. Aber das kann er mal schön vergessen. Das glaubt aber auch nur... Ja, da ist der Nächste! Huh! Oh mein Gott. Das habe ich überlebt. Ich überlebe seltsame Sachen hier. Das ist erstaunlich. Aber ich beschwere mich nicht. Ich finde es im Gegenteil sogar ziemlich gut. Der hat ein Schild. Gut, dagegen kann ich nichts machen. Ich bin mal gespannt, ob wir in der nächsten Runde momentan gewinnen, die Gegner, glaube ich sogar. Das finde ich jetzt absolut nicht gut. Ob ich in der nächsten Runde dann sogar tatsächlich nochmal im Museum d'Alfonsino spiele, beziehungsweise in der Pia-Koithek. Na, ich glaube, das haben die Gegner gewonnen. Das erste Spiel, das ich nicht gewonnen habe, das gefällt mir nicht. Aber beim nächsten Mal machen wir es wieder besser. Denke ich doch. Hoffe ich doch. Nee, tatsächlich haben wir wieder das Kofferfischlager. Na gut, dann Koffer fischen wir halt noch ein bisschen hier rum. Schlimmeres. So, und ich wähle tatsächlich diesmal ein bisschen mehr den Schleichmodus hier. Versuche mich ein bisschen einzuschleichen. Der war knapp. Das Problem ist, ich habe momentan irgendwie so ein Bedürfnis, auf die Gegner zu attackieren, warum auch immer. Dabei sollte ich vielmehr gucken, dass ich einfach überlebe so lange wie möglich. Nicht so wie hier gerade. Och Gott, na, das, da halte ich aber dagegen. Da halte ich aber sowas von dagegen. Ich sollte hier vor allem dagegen halten. Weil, damn, die haben ziemlich viel eingekleckst hier. Das finde ich jetzt spontan nicht so cool.
Och, da war eine Bombe. Lecco mio. Das ist ein viel zu langer Name, als könnte ich ihn so schnell lesen, aber prinzipiell der Inkling geht ab. Der geht aber richtig ab. Junge, Junge, Junge. So. Erwischt habe ich ihn trotzdem. Damn. Mist. Volltreffer. Ja, das hätte ich auch kommen sehen können. Weil ich meine, der ist ein bisschen an mir hängen geblieben zwischendurch. Aber ich denke, das haben wir gewonnen. Zwar knapper, als ich mir das wünschen würde, aber gewonnen ist gewonnen. Von daher, yay! Sehr schön, die Pinakothek. Pinakothek, möchte ich eigentlich immer sagen. Das klingt irgendwie ein bisschen mehr nach dem, aber es ist halt, wäre halt dann der Koiwitz, wäre halt irgendwie dann ein bisschen verloren. Aber ja, wie dem auch sei, ihr kennt das, ich laber viel Unsinn und spiele dann hoffentlich ein gutes Splatoon-Match. Von daher gebe ich hier einfach mal wieder mein Bestes, um dieser künstlerischen Map entsprechend zu würdigen. Das ist aber auch alles so gläsern hier. Ich muss... Roller! Roller! Oh Gott! Danke von da oben. Huh, da ist einer! Da ist einer! Ich habe ihn gesehen! Yeah! Bitches! Ich weiß, dass du da bist, aber ich bin nicht weggekommen. Verdammt! Ich glaube, ich war aber... Ja gut, ich war ziemlich genau in der Mitte hier. Von da eigentlich noch gar nicht so weit unterwegs, aber ich habe hier hinten ja auch noch viel einzuklecksen, das später dann zu uns gehört. Ich habe eigentlich, es ist gar nicht so wirklich Zeit hier mal zu gucken, wie schön die Map hier eigentlich ist und wie künstlerisch, weil hier hängen ziemlich viele künstlerische Bilder, die man während dem normalen Spielen so überhaupt nicht sieht, von denen man gar nichts mitkriegt. Bäm, da hat ihn jemand geschwappt. Ich muss hier halt echt ein bisschen gucken, aber die sind alle mit dem Schild unterwegs. Das wird natürlich schwierig. Ich glaube, das ist unser. Wobei, es wird knapp. Bam! Sehr schön. Huhu. Ein Yay für Kunst. In dem Fall. Och, 1700 Punkte. Wow. Selbst auf die Schulter klopfen in dem Fall. Krass.
Und nochmal die Pinakothek. So gefällt mir das. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem... Na gut, was heißt in einem Museum war? Ich meine, ab und zu geht man ja mal in solche Sachen. Ich meine, ich mag Wissen, ich informiere mich auch gerne, aber so wirklich so ein Museum, so geschichtlich, war ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ich wäre gerne mal in so eine Ägypter-Ausstellung, gab es bei uns neulich hier erst. Ich glaube, momentan sind Schädel noch hier irgendwo. Ich kann's, das ist eigentlich auch ein Problem, ich kann es euch gar nicht genau sagen, was es hier alles gibt, wo ich sehen könnte, selbst wenn ich es sehen wollte. Der hat Richtung gewechselt. Wow. Naomi Herz, beziehungsweise Naomi kleiner 3. Wow, erstaunlich. Eigentlich schade. Ich glaube, ich muss mal nochmal irgendwie... Ich weiß nicht wirklich, ob ich was... Ach, das Problem, ich habe aber halt auch nicht so wirklich was an Kunst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Bilder und Skulpturen und sowas. Ja, das ist teilweise erstaunlich, was die... Es ist teilweise wirklich erstaunlich, was da gemacht wird. Ah, das kommt dann halt auch extrem auf den Stil und die Zeit an. Und es ist teilweise echt sehr langweilig. Oh, wo sind denn meine ganzen Teamkameraden, frage ich mich gerade. Irgendwie kommen hier Gegner durch bis zu uns, ohne Problem. Aber ich sehe sie auf der Map, also ich habe noch Teamkameraden, so ist es nicht. Aber wo? Warum kann sich das gegnerische Team hier so wunderbar zu uns durchschleichen? Aber gut, hey, wenn die alle hier sind, mache ich es eben wie immer und schleiche mich mal durch zu denen. Oder versuch's zumindest. Funktioniert, ist natürlich wie immer eine andere Frage. Aber ja, hier bei denen ist auch wirklich noch nicht so viel, ist auch nicht so wirklich viel eingefärbt. Die haben sich, glaube ich, wirklich sehr darauf konzentriert, zu uns rüber zu wuseln. Und, gut, dann ist das hier jetzt offiziell meins. Und die Map ist aber auch... Ich werde zwar jetzt nochmal sterben, das ist aber nicht so schlimm. Die Map ist nämlich außer das bisschen, was die hier gerade noch... Tintet wurde wirklich völlig orange. Von daher ein weiterer Sieg für mich und ja, winterlich geht's weiter.